Hallo. Ich bin dran, mein Freund. Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unser kleinen King of the Ring-Turnier. Wieder mit am Start ist der Rivano. Ja, hallöchen, du hast doch gestern auch beendet. Oder habe ich jetzt geträumt? Du hast gerade beendet. Also gestern. Nee, habe ich nicht. Ach, stimmt, ich habe beendet. Ja, deswegen. Aber es ist nicht schlimm. Ich wollte nur sagen, bin ich jetzt bescheuert oder du? Und hat sich die Frage schon erledigt. Also, passt's. Nee, okay. Alles gut. Ich habe mich nur erschreckt. Ja, Entschuldigung, dann habe ich das verpeilt. Okay. Ja, ist ja alles gut. Auf jeden Fall, ihr seht wieder mal meinen Gegner natürlich, bei mir zumindest, ne? Sein Gegner, würde ich sagen. Und ja, der liebe Rivano, der kriegt den Karma. Karma! Oh Gott. Ehrlich jetzt? Ja. Mit Karma beginnt der Tag gut. Wo ist er denn? Karma. Karma, ne? Oder Karma? Es gibt nur Karma. Also K-A-M-A, ne? Nicht Mama, sondern Karma. Okay. Karma Mustafa gegen. Den Gegner kriegst du. Jetzt gezeigt. Oh, okay. Genie. Ja, der hat dir Triple H rausgehauen. Ich weiß, ich unterschätze ihn nicht. Und ich habe auch gesehen, was passiert, wenn ein Big Show auf Shawn Michaels losgelassen wird. Wer es nicht gesehen hat, gestern die Folge. Oh Mann. Angucken. Ihr würdet sagen, es ist jetzt nicht, guckt euch an. Ja, der Jimmy Uso, der braucht immer Uso. Karma. Ich erinnere mich. Ah, die sind aber vom Gewicht her jetzt nicht so weit auseinander. Ah, cool. Können wir mal wieder Kräftemessen machen. Ist der Kopfball wieder blöd? Hi, you good? Was sagt er? Mit mehr Faust hat er gerade gesagt, der Ringrichter, oder? Ah, okay. Ja, ich muss erst mal wieder gucken, wie das läuft hier. Okay, so läuft's nicht. Hallo, wie geht das? Wie geht das nochmal? Ach so, jetzt weiß ich. Na komm. Das kriegen wir nochmal hin. Nein. Ach jo. Au, guck mal, was ich aus dem Aus sage. Ach, scheiße. Was denn? Ach, nix. Ich wollte dich noch ein bisschen slammen. Hupsala, Entschuldigung. Oh, okay, ich merk schon. Das ist mehr so dein Ding. Oh, jetzt fängt er. Ah, du Drecksack. Und da jault die Sau. Er jault mich einfach an. Hallo. Mustafa, du darfst dich auch wehren. Das ist ein Spiel, wo man sich wehren darf. Ah, ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Nein, so nicht. Also deine Moves, die hauen mich alle am Boden und ich, weißt du, ich stupse deinen Arm ein bisschen zurecht und denk, dann ist alles okay. Ah! So läuft es hier. Ja! Hä? Mustafa, tu mal was. So. Mustafa, was tun? Eben. Mustafa, mach was. Und er reißt mir den Arm wieder raus. Ha! Das war fast gut. Ja. Und jetzt! Yeah! Boah! Endlich habe ich auch mal was gemacht, um dich ein bisschen zu verletzen hier. So, jetzt muss ich dich mal ganz kurz. Gardong! Gardongong! Ein voll tätowierter Mann packt dich und macht ein. Oh! Also das sah verletzhaft aus. Papa Shango. Mhm. Kennst du Papa Shango noch? Hm? Ja, das ist Papa Shango, den du da gerade hast. Hä? Das ist Papa Shango, den du da gerade hast. Ja, richtig. Der hieß, Karma Mustafa. So hat er angefangen, ne? Mit Papa Shango und dann kam Karma, oder? Genau. Und dann kam der Godfather. Ach, der Godfather. Ja, Papa Shango kenne ich auch noch. Papa im Dschungel. Uiuiui. Ich muss hier raus. Ich habe Angst vor dir.
ist eine menschliche Maschine. Ach komm, ich habe noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, was zu drücken. Das machst du auch ständig. Ja, du lässt mich, schön. Du lässt mich auch nicht reinkommen. Nee, eben. La 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 la, Big Man. Zack. Schönes Geriffel. Ja, wollte ich das. So habe ich es mir gewünscht, davon geträumt. So, jetzt muss ich mal gucken. Ein Kamasaurus-Kick. ist neu. Hab ich erfunden. Oh, schönes Gerät. So, was haben wir denn so anzubieten hier für Moves? Ja! 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 Das ist so schön! Ne. Jetzt kommt ein. Ach, die sind ja beide tätowiert. Die haben sich wahrscheinlich gegenseitig tätowiert. Warum? So. Und jetzt. Und. Ja! Traumhaft. Und jetzt das Pin, liebe Freunde. Eins. Zwei. Und ist es vorbei? Nein! Oh, letzte Millisekunde hast du wieder. Boah, du Drecksack. Ich wollte schon sagen, dass mein Tätowierer besser ist als deiner. Aber. Leider kann ich es noch nicht sagen. Colonel Mustafa macht einen Colonel Mustafa Move. Oh nö! Ich hab's riskiert. Aber leider war es nicht so gut. Oh, bam! It's a let's long. Ich tritt ihn in die Eier. Ah, ah, das tut doch weh, oh weia. Oh shit. Oh nein, oh Gottes Willen. Oh nein. Oh oh. Gar nicht gut. Mein kleiner Freund ist benommen. Er fühlt sich nicht mehr so gut wie früher. Man zappelt nur mit der Hände so wie so ein Fisch. War das dein Finisher? Nein. Nee. Mein Finisher kommt jetzt. Aber da wird sowieso kaputt gehen. Nö, ich hab heute keine Lust auf Finisher. Ich will keine Finisher abbekommen. Nee. Ach, er rennt mir hinterher. Na. Okay. Finde ich ja ganz cool, was du da machst. Oh yeah, das war auf jeden Fall nett. Falschen Knopf gedrückt, Mann. Bind Specialist? Ich bin der Bind Specialist, sagt er. Mhm. Oh, er kommt natürlich wieder alles kontern hier. Der Sack. Der kommt wieder alles kontern. Ich aber auch. Mhm. Gut so. Ja! Mann. Gott sei Dank. Ey, steh auf, du faules Stück. Das Hammer, ey. Ehrlich jetzt. So, machen wir mal. Ein bisschen schwerfälligeres Match, muss ich sagen. Mhm. Ja, die sind halt beide. Beide. Ne, das ist halt so, das sind die tätowierten Monster, die Nebenrollen haben hier. Aber ist schon ganz witzig. Hallo? Bitte kein Konter? Ja! Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt der Karma zu seinem Tätowierer allein. So. Lustig, tralala. Und wie du konterst, dann werde ich sauer. Das finde ich nicht gut. Und leg mich auf die Lauer. Na! Ah, hat gepasst. Und jetzt, meine Freunde, das zweite Cover nach dem zweiten Finisher. Eins, zwei, oh bitte. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Mein Gott. Was ist denn nur los mit dir? Was ist denn da los? Unbelievable.
Und er kontert natürlich wieder alles mit 10.000 Moves und zerfetzt mich. Aber ich bin auch da. Und er wieder. Yeah! Ist es ein Hin und Hin und Hin. Oh mein Gott. Unbelievable. Ohne Witz. Wow, war das der Finisher? Nee, Gott sei Dank. Ach. Meine Fresse. Okay, er macht einen Salto ins Nichts, kein Problem. Denn ich sage ihm, hat er gut gemacht. Was war denn das schon wieder? Ich weiß es nicht, aber es sah lustig aus. Und jetzt kommt das böse Cover. Du! Ah, und er kommt raus. Und meiner ärgert sich gerade, wie so eine kleine Maus. So, das gefällt mir überhaupt nicht alles hier so, wie es soll. Und hier und... Ach ja. Natürlich. Oh, meiner... Die alte, wehrlose Zunge. Ach, da kommt der auch noch dran. Ich fass es nicht. Das war ja mehr Glück als alles andere. Das war ja krass, ey. Hallo, ich bin's. Aua. Ich wollte... Lass mich doch wenigstens mal ganz kurz Hallo sagen. Hallo. Hallo, wollte ich sagen. Oh, jetzt. Das war jetzt ausgewichen, oder? Ich kann mich das gerade nicht einordnen, was da passiert ist. Ich bin auf dich draufgesprungen, aber es hat nichts weiter gemacht. Getan. Hat er nicht angenommen, ne? Aber du bist aus zwei meiner Finisher rausgekommen. Also entweder ist der Jimmy Uso Undertaker getarnt als Jimmy Uso, oder ich weiß es nicht. Warum gerade Undertaker? Ja, einfach gut, ne? Oh, da war doch gar nichts jetzt. Egal. Und er covert mich einfach, die Sau. Der covert mich, aber es macht nichts. Covers werden schon bestraft, merkst du? Wie ein nasser Sack fällt da oben, du. Habt ihr das gesehen, liebe Freunde? Das sah jetzt echt geil aus. Oh, Kokolusch. Oh, das ist ein Knockdown. Knockdown, Knockdown. Und meiner rastet voll aus. Na, Nein, das könnte wehtun für dich, mein Freund. Dieses Rumgescheiß. Was macht er denn? Meiner rastet voll aus, ey. Der macht ja wohl die Jumps. Ich habe das gar nicht gesagt, er soll das machen. Der macht ja voll die Jumps. So, Galosch, jawoll. Oh Mann. Oh Mann, ey. Wahnsinnsparty hier. Ohne Witz. Nein! Zu früh, zu früh. Der Weihnachtsmann sagt zu früh. Und er geht wieder spazieren am obersten Ringseil. Ja! Und das war super von mir. Von uns und von uns allen zusammen. Und Bonsai Drop. Und jetzt das Cover, das Todescover. One, two. Ja, 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 ich hab gewonnen, ich hab's verdient. Nach dem Bonsai Drop, ja, wenn so ein tätowierter Muskelklotz auf dich sprengt, in deine Ärmchen. Alter, aber guck dir mal, dass der für weiße Zähne hat, du. Der hat auch einen guten Zahnarzt und einen guten Tätowierer. Ah, war das ärgerlich. Oh, aber das, ey, komm, du hast zwei Finisher von mir bis rausgekommen. Das war schon Hochleistung. Boah, ich hätte jetzt aber wirklich so noch einen ganz, ganz, ganz Mini-Fitzel gehabt. Naja, komm, jetzt habe ich den Anfang schon verpeilt. Jetzt mache ich am Ende noch schnell verpeilt. Ja. Nee, Quatsch, okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder zum nächsten Match. Und ja, bis dahin, ciao. Tschüss.